So, meine lieben Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Massive Motorsport Sim Racing. Mein Name ist der Herr Lutri. Und ich bin Titos. Und wir begrüßen euch zu Rennen 11 in Zolder. Und ja, ich weiß, das Video kommt verdammt spät. Und ja, ihr seht auch schon, es hat sich das eine oder andere kleinig bisschen geändert. Ja, einfach absolut Zeitmangel. Wir sind hier Stress hoch 10. Einerseits, weil die F1 2020-Saison beginnt, weil wir das 6-Stunden-Event in Suzuka hatten. Dann noch private Sachen hier zugekommen sind und ja, dann kam noch das F1-Management dazu, hat uns auch noch da so ein bisschen den Hahn zugedreht, sag ich mal. Wir waren auf jeden Fall fleißig ohne Ende, haben es aber eben nicht geschafft, die Videos fertig zu machen. Aber wir müssen sie unbedingt mal fertig machen, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eben das reinzupacken, was wirklich notwendig ist. Da sehen wir uns auch schon das Qualifying zum Beispiel, können wir uns anschauen, hier Kozani auf Platz 1. Auf Platz 2 ist Action, der 6000 dahinter ist, dann kommt Konrad, Götze, Schalle und Schachter und Co. Ja, also wir mussten leider hier schon auf einiges verzichten, aber das, was wichtig ist, ist auf jeden Fall drin. Klar, die Ergebnisse, Qualifying, Rennen und so weiter und so fort sind natürlich weiterhin drin, also natürlich auch das Video selber, ist ja klar. Aber eben keine Replays, keine Untersuchungen oder Strafen, genauso auch wie Intro und Outro fehlen. Das wird auch in Kyalami so sein. Ich versuche es, dass es in Suzuka, den normalen Suzuka-Rennen, wieder normal ist, so wie ihr es gewohnt seid. Versuchen wir es. Ich kann es nicht garantieren, müssen wir mal schauen, wie es zeitlich so klappt, aber ich bin da guter Dinge, dass wir es irgendwie hinkriegen. Genau, ich würde auch sagen, erstmal überhaupt Videos zu haben von den verbleibenden Rennen ist auch das Wichtigste. Ich meine, Meisterschaft ist ja relativ eng. Da kann noch viel passieren. Platz 1 und 2 ist noch spannend, Platz 3 und 4 ist spannend. Also von daher, ein bisschen Rennaction kann ja nicht schaden. Richtig, richtig. Und wir sind auf jeden Fall froh, dass das Video jetzt endlich soweit ist, dass es endlich kommt. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was die Spitze da vorne macht. Kozani, der sich überraschenderweise auf P1 setzen konnte, direkt vor Pascal Eckstein. Und dann auch Titus Konrad. Die beiden kämpfen ja, wie Titus gerade schon sagte, um die Position 1 in der WM-Liste. Und da wird es natürlich dann schwierig. Da muss man mal schauen, was die zwei da machen und was Kozani auch draus machen wird. Weil vielleicht kann er dem Eckstein so ein bisschen behindern. Weil vielleicht ist Eckstein ja schneller im Rennen und dann kann Konrad da vielleicht zuschlagen. Oder aber mal schauen, was dabei rumkommt. Ja, Schall und Nigoda da. Schall hat da auch ein bisschen besseren Start, denn Schall ist auf 5, denn Nigoda ist auf 7. Schachter ist dazwischen und Schachter ist auch verdammt stark. Haben wir ja in Spanien gesehen, das Rennen ja mehr als souverän gewonnen. Mal schauen, was da alles so abgehen wird. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Ja, ich meine, gerade auf der Strecke kann alles passieren. Es ist ja von vielen auch eine gehasste Strecke, aber dafür gibt es viele Überholmöglichkeiten, weil harte Anbremszonen gibt es da zuhauf. Wenn man da sich ein bisschen durchdrückt, dann kann das ganz schön spannend werden. Wenn wir hier schon den Start sehen, macht sich Kozani ganz schön langsam, bremst das ganze Feld komplett ein. Also das ist wieder noch Knallgas. Eigentlich ist da nur noch 70 erlaubt. Ja, jetzt eine riesen Lücke natürlich, ja, für den Rest des Feldes. So, jetzt hier so Konrad, Schachter, das war total im Nachteil. Aber jetzt sehen wir im Start, kommen alle ganz gut weg. Ja, gut. Ordnet sich langsam. Aber bisher alles gut. Keine Kollision, so wie es aussieht. Erstmal Kurve 1, alles sauber, wie sieht es aus wie Kurve 2? Oh, free wide, aber nee, das. Alex lässt nach, Nigoda auch und ja. Schall behält seinen Platz. Ja, aber es fährt gerade clean, also keine Kollision, keine Berührung, zumindest keine nennenswerte Berührung. Da war jetzt natürlich einer zwischen Rom und Löwer, aber keiner abgeflogen, von daher alles gut. Wenn wir die vorne die beiden sehen, die schon meilenweit weg sind, währenddessen Luke Schall hier den Carlos Schachter angreift. Also die beiden verhaken sich schon ordentlich. Ja, auf jeden Fall muss man sagen, hier der Kozani-Brems-Move da am Start hat auf jeden Fall den beiden gut in die Tasche gespielt, aber ich glaube nicht, dass das ohne Strafen kommen durchgehen wird. Da wird er, denke ich mal, den einen oder anderen Platz dadurch wahrscheinlich verlieren, weil das ist natürlich absolut nicht erlaubt, da auf unter 30 km runter zu bremsen und dann wieder Knallgas geben, wieder aufzuschließen, was natürlich das andere Feld ja nicht macht, weil es das ja nicht darf, weil da war nur noch 70 km maximal erlaubt. Ärgerlich auf jeden Fall für die Fahrer da hinten und gut ja, für Eckstein. Es reißt sich schon auf, also Konrad kommt dran, Schachter kommt dran, dahinter dann Schall und Nigoda sind dicht beieinander, also es, sag ich mal, es equalisiert sich wieder ein bisschen aus, das Ganze. Richtig, das stimmt auf jeden Fall, dass ich zum Glück jetzt nicht so ein Glück. Trotzdem ist immer noch eine Sekunde zwischen Eckstein und Kozani und dann nochmal knapp eine Sekunde zwischen Kozani und Konrad, also ja, gut war es auf jeden Fall nicht. Ja, wir können ja schon sehen, also Pascal Eckstein kommt da vorne richtig gut weg von Kozani, also der war zwar im Qualifying ungefähr genauso schnell wie Palli oder schneller als Palli ganz und gar, aber jetzt im Rennen zeigt der AMG, dass ihm das Gewicht gar nicht stört oder Palli im Rennen auch einfach ein Tier ist. Und Konrad jetzt auch schon am Kozani mehr oder weniger dran, da macht er auch schon ein bisschen Druck, also da kann es jetzt auch schon demnächst spannend werden.
Ja, Pascal Eckstein, wie gesagt, sehr, sehr stark. Vor allem, wenn der auf Pole ist und freie Bahn hat, dann haut der immer wieder aufs Neue richtig rein. Und ich würde auch schon fast sagen, dass er wirklich der schnellste Fahrer hier im Feld ist, aber eben nicht der stärkste. Weil wenn er mal nicht vorne ist, dann hat er seine Probleme und macht dann gerne auch mal die Fehler, die jemand eben auch gute Platzierungen kosten. Und das ist halt eben so seine Schwäche. Aber wie gesagt, wenn er wegfahren kann und er auf 1 steht, dann rasiert er aber auch ordentlich. Und das sieht man hier auch gerade wieder so. Schall! Zweikampf, aber es kommt vorbei. Puh, kleiner Cut auch noch danach. Also hat das ja vorher ausgenutzt, dass er die Track Limits ja dreimal fahren darf. Aber kommt ja am Schachter vorbei, was natürlich für ihn gut ist, weil er kommt eine Position weg von Nigoda, seinen Konkurrenten der Meisterschaft. Also da weiß Lupe auch genau, was er zu tun hat. Und zwar Flucht nach vorne. Ja, da verbremst sich Nigoda auch gerade, was natürlich auch nicht so gut ist hier, weil sie ist ja im Abstand hier. Ja, aber ich denke mal, Schachter, sie anscheinend noch nicht ganz so warm geworden. Vielleicht passen auch die Reifenlücke nicht ganz so bei ihm, weil es sieht ja auch ein bisschen bewölkt aus draußen. Da kann es natürlich auch sein, dass er ein bisschen was verkalkuliert hat. Müssen wir mal gucken, wie es ganz entwickelt. Ja, du sagst es ja eben, Zolder, die von vielen Fahrern sehr gehasst. Kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Also mir persönlich ist es auch nicht so eine Strecke, wo ich sage, boah, die fahre ich super gerne. Aber ich frage mich, warum ich nicht mehr eigentlich in der offiziellen GT-Series dabei ist. Hat das auch genau deswegen zu tun? Ist Schreck einfach nur veraltet oder weißt du da vielleicht irgendwas? Ja, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass für einen großen Grid an Fahrzeugen das Ganze nicht ganz so geeignet ist. Es ist auch relativ eng, sage ich mal, ziemlich eine Oldschool-Strecke. Und dann diese Curbs da, dieser Extrem-Schikane, wo wir jetzt auch gleich hinkommen werden, werden jetzt auch nicht so vielen Fahrern um die gefallen haben, dem Team vielleicht auch nicht. Und da gibt es andere Alternativen, die sich da besser angeboten haben. Was ja dann durch Zandvoll ersetzt wurde, die ja mehr einen flüssigen Stil hat. Und naja, hier ist ja ziemlich Stop and Go. Und für so ein hartes Fahrwerk vom GT-Fahrzeug, glaube ich, auch nicht ganz so passend. Also, wie gesagt, ich finde es auch nicht so schön. Aber ich finde, sie ist schon anspruchsvoll. Von daher finde ich es gut, dass wir die fahren. Ja, weil es ist mal was ganz anderes. Weil diese vielen harten Anbremszonen im Gegensatz zu den fließenden Kurven von Barcelona, extremer Unterschied, also müssen sich die Fahrer hier ganz schön umstellen auf jeden Fall. Und bis jetzt machen die Fahrer es sehr, sehr gut. 5 Minuten sind gleich rum und das Feld klebt noch relativ nah beieinander. Klar, hier na, die eine oder andere Lücke ist noch da, aber trotzdem viele kleine Felder, die da zusammenrücken und da wirklich um viele Positionen kämpfen. Und es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir sehen auf jeden Fall, dass Schachter wieder vorbei ist an Luke Schall. Was natürlich ja, also die beiden hier, die geben sich richtig und Nigoda lachender Dritter vielleicht, also wenn die beiden so weitermachen, dann kommt er vielleicht an beiden vorbei, was natürlich für ihn richtig gut wäre. Aber ich glaube, so ein Schachter hat ja in Barcelona gezeigt, dass er, wenn er vorne ist, auch wegfahren kann. Wird vielleicht jetzt auch ein bisschen warm geworden sein und zu wissen haben, was er zu tun hat. Ja, aber wir sehen auf jeden Fall dadurch, dass sie da am Kämpfen sind, ist Konrad schon fast 4 Sekunden schon mittlerweile weg an Schachter, Schall und Nigoda. Und da weiter vorne sieht es auch nicht besser aus, denn auch Eckstein mit 1,5 Sekunden auch schon, beziehungsweise jetzt 1,2 ist runtergegangen, auch schon ein kleines Püfferchen aufgebaut da. Und er kann auf jeden Fall zeigen, dass er da langsam aber sicher wegkommt. Und Konrad muss auch Gas geben, denn sonst fährt ihm Eckstein weg. Was natürlich für ihn nicht gut ist, was die Punkte hier angeht. Ja, also da müssen wir mal gucken. Also ich meine, die Boxenstops sind immer ein Faktor, haben wir schon einige gesehen, die haben doch schon teilweise 10 Sekunden verloren. Oh, Nigoda war da sehr weit raus, hat da wahrscheinlich mitgenommen. Aber ohne Schaden geht's weiter, aber natürlich ist der Abstand. Der ist natürlich jetzt weg und da muss er jetzt wieder rankommen. Genau, also werden wir mal sehen müssen, auch Marti hinten ist noch nicht so weit weg. Rico Meister auch hinten dran, auch ein starkes Rennen bisher, ja. Da sehen wir jetzt gerade Tom Frank, der jetzt hier dran ist an Björn Rien und dahinter ist Lars Bär. Auch ein Dreier-Fate hier, kämpfen hier um Position 14. Lars Bär, ja, ist manchmal ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie er fährt. In manchen Strecken ist er schon was stärker, in manchen Strecken was schwächer unterwegs. Mit seinem McLaren hier. Kann aber allgemein immer Plätze gut machen. Also Qualifying liegt gar nicht, aber im Rennen schafft es immer wieder durch Fehler der anderen zu profitieren oder auch gut angreifen zu können. Genau, ich glaube halt auch einfach, dass er immer noch auf jeder Runde viel lernt und daher auch im Rennen einfach immer noch schneller wird und deswegen gut nach vorne gespielt wird. Also ist auch mal ein Faktor. Wenn wir hier nochmal sehen, Björn Renard an Jürgen Kalcher und dahinter direkt Arno Hudson. Und die drei hier schon im schönen Fight. Ja. Hudson hier schon jetzt daneben. Oh, Renard geht weit. Das kostet auch Zeit. Genau, Hudson damit durchgekommen. Ja, Hudson am Rand vorbei und Renard verliert dann Position 12. Und mit ein bisschen schmutzigen Reifen unterwegs jetzt, dann hätte das auch direkt der Rien.
Der da auch. Oh, wieder weit raus. Ja, das war der Hudson diesmal, der diesmal stimmt, die Schikane nicht bekommen hat. Genau, also sehen wir schon, dass es Wildefeld ganz schön heiß hergeht. Ich meine, es sind immer so eine kleine Kampfgruppen, die sich mal bilden, mal erweitern, mal verkleinern. Also. Oh, Renat dreht sich, Renat dreht sich. Oh, Hudson wieder auf dem Gras. Oh. Ja. Und da steht jetzt Björn Renat und wartet und hat den Motor jetzt abgewürgt. Wieder an, wieder aus. Oh mein Gott, das kostet alles Zeit. Er hat wohl ein technisches Problem mit seinem Fahrzeug gerade. Er kriegt die Karre nicht richtig an. Oh, jetzt hat er sie nicht abgesoffen. Und jetzt macht er den Finale. Ja, dreht sich da am Rasen wieder. Also verliert er gerade ordentlich an Zeit. Ja, gut, das ist ein Rennen zum Vergessen, würde ich sagen. Ja, das auf jeden Fall hat mindestens 15 oder 20 Sekunden gekostet, das Spektakel da. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. So, zurück zur Spitze. Hier sehen wir gerade Konrad, der dran ist an Kozani, immer näher kommt. Und wahrscheinlich auch gleich versuchen wird, da auch vorbeizukommen. Da war jetzt Kozani im Dreck. Konrad kommt dran geschossen wie eine Rakete. Ist hier angeflusstig gerade. Bremst hier zu spät. Warum fliegt über den Körb? Drückt ihn auf Track. Ja, Kozani hat die Kurve auch nicht bekommen, ist einfach gerade weitergefahren, also hat beides verbremst, hat sich für Konrad nochmal ausgegangen. Ja, Kozani bleibt es dahinter, muss sich hinten einreihen, Konrad vielleicht ein bisschen schneller. Ist ja auch ganz schnell am Track mit Abusen, also das war schon letzte Rille, würde ich sagen, die Schikane eben, ist ja gerade am Gegen vorbeigeschrammt. Oh ja. Aber dennoch ist Konrad damit erstmal vorbei. Und gleich genau. Aber auch, wie man schon sehen kann, auch nicht mal gut ein bisschen absetzen. Also Kozani muss hier angasen. Damit der Abstand hier nicht flöten geht, wird auf jeden Fall schwierig. Ich bin mal gespannt, was der Porsche hier rausholen kann. Denn in dem Beschleunigen ist er verdammt gut, aber Endgeschwindigkeit ist nicht so seine Stärke. Mal schauen, wie sich das hier gleich entwickeln wird. Hier sehen wir wieder Tom Frank, der noch dran ist an Rien und Lars Bär lauert und wartet auf seine Möglichkeit. Wartet darauf, dass die Fahrer da Fehler machen, dass er angreifen kann. Jetzt ist Frank aber auch wirklich nah dran an Rien. Ja, also da kannst du schon hier vielleicht zu der Schikane hinter oder T1 dann schon wieder spannend werden mit den beiden, aber es geht schon rundlang so weiter. Also ein bisschen spät, aber alles gut. Keine Kollision und jetzt wird es auf jeden Fall wirklich spannend. Ja, sorgt sich da an. Geht das nach innen? Muss Rien aufpassen. Aber außenrum kann man doch gut verteidigen, weil der nächste ist ja wieder eine Rechtskurve. Ja, aber Tom Frank zieht ein. Traut sich nicht. Und damit Lars Bär wieder dran und genau. Three wide. Oh Gott. Aber ja, Tom Frank konnte sich ja doch erstmal. Oh nein, jetzt kommt er zu weit raus. Tom, verdammt, ärgerlich. Das hätte so schön sein können. Ja, weil er hat den Dreikampf im Endeffekt ja gewonnen und dann kommt er zu weit raus und verliert beide Positionen wieder. Und ja, ich sag ja, Lars Bär lauert und wartet nur und dadurch profitiert er. Und er hat es jetzt wieder hier genau gemacht. Jetzt muss er als nächstes versuchen, seinen Kontrahenten Lars Bär, Björn Rien, Entschuldigung, der auch im McLaren sitzt, zeigen, was geht, was der McLaren so kann. Und mal schauen, wer von den beiden McLaren-Fahrern der bessere ist. Ja, wir werden es herausfinden. So, jetzt sind wir hier beim Alex Marti aus der Helicam, der auch an Rico Meister dran ist, aber Yannick Erras, der auch immer stärker wird, ist auch hinten dran und will natürlich auch versuchen, möglichst viele Punkte mitzunehmen und macht es hier auch momentan bisher sehr gut. Platz 9 aktuell, muss man ein bisschen weiter nach vorne kommen für ein gutes Süppchen Punkte. Aber auf jeden Fall zeigt er auch den Fahrern hier, dass er da ist und dass er auch was drauf hat. Ja, also Erras auf jeden Fall ein starker Aufwärtstrend. Ist er von Rennen besser geworden, auf jeden Fall. Scheint ja viel zu trainieren und das Auto immer besser zu verstehen. Und zeigt es ja auch im Rennen. Ich meine, Alex Marti ist jetzt echt kein Nasenbohrer. Ja. Das stimmt allerdings. Ja, und Alex Marti, oh, driftet da ganz leicht. Ja, ein bisschen weit raus da. Das kostet jetzt Zeit. Damit könnte er das gleich angreifen. Sieh mal, wir springen zurück zu Nigoda, der immer noch hinter Schall herhängt. Und Schachter, ja, wieder vorbei. Also Nigoda und Schall verlieren den Kampf gegen Schachter. Und der Abstand ist bei allen so ein bisschen gelegt auch. Ja, so, jetzt zieht es ein bisschen auseinander. Nur Eras ist nah an Marti dran. Alles andere hat sich ein bisschen auseinandergezogen. Hinten Tom Frank, wo er auch wieder dran an Lars Bär und Björn Rien. Also da müssen wir mal sehen, was danach passiert. Zwischen den ganzen Leuten. Hinten Bobic auch richtig nah dran, Sergej Schneider, also vor allem im hinteren Feld gerade ein bisschen mehr Action, würde ich sagen. Ja, da sehen wir gerade aus der Onboard von Yannick Erras, der da 1.29.775 seiner bisherigen besten Runde gefahren ist. Und wartet natürlich darauf, dass die vorderen beiden da Fehler machen, dass er angreifen kann.
dass er vorbeikommen kann. Was natürlich immer sehr, sehr schwierig ist. Hier auf dem Kurs gehen die Fehler sehr, sehr schwer, sehr, sehr schnell. Also man kann hier verflucht schnell Fehler machen. Ihr seht es ja überall. Hier gibt es keine Auslaufzone oder sonst irgendwas. Hier ist überall Gras und Kies. Einmal zu weit raus kann das schon einiges an Zeit kosten. Da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein und aufpassen. Ja, und auch wenn man hier die Körbe stark schneidet, dann geht es auch mal schnell in den Dreher. Ja, es geht auch bei so einem Porsche zum Beispiel relativ fix. Ja, auf jeden Fall nicht körbfreundlich hier die Strecke. Die Körbs sind auf jeden Fall Autogegner und wollen nicht berührt werden. Rico Meister auch weit raus da vorne, also komische Linie bei den dreien. Ja, ja, die geben alle 110% und versuchen natürlich das Beste rauszuholen, so weit, so schnell wie es geht einfach. Und da kommt man schon mal ein bisschen weit manchmal, wenn man eben ein bisschen zu früh auf dem Gas ist oder zu schnell in der Kurve war. Dann sehen wir jetzt mal von Rico Meister die Heckansicht. Ja, mit dem Nissan kann er ja ganz schön über die Curbs ballern, also da ist der Nissan natürlich ganz gut für, mit seiner großen Bodenfreiheit. Der frisst die einfach auf. Ja, es sind viele Fahrzeuge, also die ganzen Fahrzeuge, die viel Gewicht haben, die können über Curbs deutlich einfacher drüber fahren, als die Fahrzeuge, die klein und leicht sind. Also der Lambo zum Beispiel hat da immer extreme Probleme, was Curbs angeht, da muss man sehr vorsichtig sein, der Audi genauso. Und ja, das ist halt eben so, ich denke mal einfach das Gewicht, die Masse ist einfach, die dämpfen das einfach weg, wenn er so ein kleines Auto einfach drüber springt. Deswegen aus dem Konzept kommt das Fahrwerk. Das macht halt eben für manche Fahrer schwer, über die Curbs zu fahren, wenn manche damit absolut keine Schwierigkeit haben. Der AMG ist ja auch ein Vorreiter, was Curbs angeht. Der kann auch drüber fliegen ohne Probleme, was natürlich in manchen Kursen extremer Vorteil sein kann. Genau, also ich glaube allgemein, die frontmotorigen Fahrzeuge sind ja allgemein ein bisschen entspannter, über die Curbs zu schießen. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Nigoda an Schall dran, also der ist noch nicht zufrieden mit seinem Platz 6 im Moment. Ich meine, vollkommen klar, P3 in der Meisterschaft, tut mir leid, will nicht auf P6 rumgurken. Anführungszeichen. Ja, ich meine, so ein Schachter und Kosani, weil es auch schnelle Jungs, zwar neu bei uns, aber steigern sich auch immer mehr. Ich meine, Schachter hat schon gezeigt, was er kann. Kosani müssen wir noch gucken, der hat ja nun was und nur keine Chance gehabt, das zu zeigen. Aber bisher sieht das hier ganz gut aus für ihn. Auf jeden Fall. Oh, da kommt Luke ein bisschen weit raus. Jetzt kann sich Nigoda auch ransetzen. Nur hier an. Boah, schwierige Kurve auf jeden Fall. Bleibt auf jeden Fall dran. Liegt da auch sehr weit über den Curb drüber, aber ist vorbei an Luke Schall. Ja, schönes Manöver. Hat den Fehler einfach genutzt. Daneben gefahren, später, ein bisschen später gebremst. Und Schall hat dann auch nachgegeben, hat gesehen, okay, das endet nicht gut, wenn ich da reinhalte. Und hat einfach mehr oder weniger durchgewunken dann auch, weil viel mehr kannst du auch nicht machen. Richtig, er hat den Fehler einfach gemacht. Die Tür war offen, die Chance war auf jeden Fall da. Und dann kann man sie auch ruhig mal nutzen. Ne? Wenn halt eben beide Fahrer, sage ich mal jetzt, wissen, was sie tun, dann weiß man auch, wo man jetzt gegenhalten kann oder gegenhalten sollte und was halt eben einfach mal nicht macht und einfach sagen muss, okay, verkackt jetzt, ich muss ihn durchlassen. Ne? Das macht dann halt eben Sinn und das dann eben beide Fahrer, die können es auf jeden Fall. Genau, Rennen ist auch noch lang, nach einer halben Stunde zu fahren. Das heißt, wenn die Goda jetzt seine Reifen auffressen will, soll er es halt machen, denkt sich Schall vielleicht auch. Genau. Und kommt ja noch ein zweiter Stint nach dem Stop, da kann auch einiges passieren. Von daher ist noch alles offen, würde ich sagen. Richtig. So, jetzt sehen wir mal hier die hintere Spitze. Und zwar sind wir hier bei Björn Rien, Bobatsch und Leon Mattes, die wir da hinten fahren sehen. Ja, Björn Rien hat da wohl anscheinend ordentlich verloren zu Lars Bär und Frank. War vielleicht auch schon in der Box, ich weiß es nicht, was da los war. So, oder ein Dreher irgendeiner Art. Vorhin war ja Lars Bär, Tom Frank, Björn Rien, das war so die Gruppe. Und jetzt ist das auch mal ganz anders. Also entweder war er in der Box oder hatte wirklich irgendwo einen schwerwiegenden Fehler, wo er viel verloren hat. Das können wir leider aktuell gerade nicht sagen. Aber Rien ist dran an Bobatsch. Ja, Bobatsch ist auch Rien. Bobatz heißt er ja. Ich habe mich aber versprochen, er ist Bobatz. So, mal schauen, was Leon Mattes macht. Der ist auch verdammt weit hinten eigentlich dafür, denn der kann auch eigentlich schneller. Ja, also man muss bei denen, was irgendwas in der ersten Runde schon passiert sein, was wir leider nicht gesehen haben. Also, oder sie waren schon in der Box. Müssen wir mal abwarten, was sich da entwickelt, wo der Rest rauskommt nach den Pitstops, wenn sich das Feld wieder sortiert. Ich meine, Björn Renault haben wir vorhin gesehen mit Spinella und so. Das lief nicht so gut. Der ist aber noch ein ganzes Stück dahinter. Also auf jeden Fall, ja. Müssen wir mal abwarten. Das war blöd am Spiel, das zeigt einem einfach nicht an, wer in der Box war, wer muss noch oder wer ist gerade in der Box. Das fehlt wirklich. Das würde man sich auf jeden Fall hier sehr, sehr gut wünschen, dass man das hier sehen könnte. Denn das ist ja nicht live, das ist ja eine Wiederholung, die wir uns hier gerade anschauen. Quasi die Replay, die man gespeichert hat. Und da sieht man es halt eben leider einfach nicht. Das ist halt eben ein bisschen schade.
Genau, ich sehe auch gerade dahinter ist noch Lennart Götze, der aber noch eine Runde zurück ist. Also ja, der ist in der Box gestartet. Er hat vergessen auf Start zu drücken, bevor es losging. Und dann wird man ja in die Box geschmissen. Nur leider ist das halt eben noch ein Bug, dass man dazu noch eine Runde nach hinten geschmissen wird. Das ist nicht gewollt gewesen. Ist auch mittlerweile gefixt. Aber als wir das Rennen gefahren sind, war es halt eben noch nicht so. Und deswegen ist er halt eben mit über einer Runde Abstand letzter. Ja, ist natürlich ärgerlich für ihn an der Stelle, weil das wissen wir ja alle, ist schneller Fahrer. Der kann schnell. Was. Ja, aber leider momentan noch relativ fehleranfällig, was Box angeht, was halt eben auch jetzt sowas zum Beispiel angeht. Ich meine, klar, kann immer passieren, dass man einfach vergisst zu drücken. Aber sowas darf halt eben nicht passieren, ne? Man darf ja nicht vergessen, seinen Motor anzumachen, wenn man da am Start gut steht. Das ist alles schon vorgekommen, also. Richtig, ja. Wie gesagt, alles Fehler passieren immer, ne? Klar, aber manchmal sind Fehler einfach Sachen, das sind Sachen, die dürfen einfach nicht passieren. Weil sonst haben wir eben dann direkt die A-Karte. Und ja, wie gesagt, Lennart ist verdammt schnell. Also der kann auf jeden Fall was, aber einfach momentan oder schon seit einiger Zeit schon sehr, sehr viel Pech einfach nur. Ja, ich sag mal, die Fahrer lernen doch alle noch ein bisschen was und Season 2 wird dann sich erst recht zeigen, wo dann alle wirklich stehen, wenn alle dann ihre kleinen Fehlerchen ausbügeln können. Ich meine, so ein Eckstein da vorne und Konrad, Nigoda und Schall, die machen ja weniger Fehler. Okay, bei Schall würde ich es nur nicht sagen. Spa. Rouge Easy Flat, ja. Rouge Easy Flat sind auch in Belgien hier. Von daher, mal gucken, ob da noch was passiert. Also. Auf jeden Fall sehen wir hier gerade, dass Yannick Eras angreifen kann, denn Alex Martin hat sich da ein bisschen verschätzt. Da hat der Meister wahrscheinlich, glaube ich, etwas früh gebremst. Da hat Martin nicht gerechnet, musste offen lassen. Und dann kam die Chance für den Eras und der hat auch sofort genutzt. Damit ist Eras vorbei an Alex Martin. Und Alex rutscht damit von 8 auf 9 runter. Hat da schön gewartet auf jeden Fall, der Eras. Und hat dann einfach gesagt, okay, Tür ist offen, fahr ich rein. Ja, und warum auch nicht? Kommt da ein bisschen aufs Gras beim Anbremsen, aber ist nichts passiert. Fliegt auch ein bisschen weit über den Körper, aber alles gut. Genau, Martin macht es genauso, hat keine Zeit verloren auf Martin an der Stelle. Frau Meister ein bisschen, aber da hat er noch Zeit für. Ja, auf jeden Fall die drei hier machen es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin mal gespannt, wer am Ende da gewinnt und wer der Verlierer von den dreien hier ist. Aber aktuell Marti der Verlierer und Meister der Gewinner. Weil ich glaube, weiter als 7 werden sie nicht schaffen. Da sind dazwischen noch 9 Sekunden auf Schall. Also ich glaube, viel weiter werden sie nicht mehr rausholen. Es sei denn, einer von den vorderen verkackt ist ordentlich in der Box und hat einen schwerwiegenden Fehler. Ansonsten wird das jetzt mal, glaube ich, mit P7 maximal sein. Ja, wie gesagt, das ist bei denen halt eigentlich nicht üblich, dass die irgendwelche groben Schnitzer drinne haben in ihrer Fahrkunst, sage ich mal. Von daher sollten die sich hier mal gucken, ob sie ja besser zu Rest werden können. Mhm, sehe ich genauso. Das ist ein bisschen wie Formel 1 hier. So, jetzt gehen auch langsam die regulären Boxenstops los, sage ich mal. Also wird es ihnen auch zeigen, ob da noch irgendwas passieren kann. Ich meine, hier die Boxeneinfahrt kann man eigentlich nicht so viel falsch machen, aber gerade an der Boxenausfahrt. Ja, die wenn man da blöd rauskommt, dann kommt einer, der schon auf der Strecke rumfährt, dann kann er den gut behindern und dann können Unfälle entstehen. Hoffen wir, dass wir da nichts damals in die Richtung sehen, weil das wäre ganz schön ärgerlich für alle Beteiligten dann. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wir haben halt auch die Regel, dass man eben die Boxenausfahrtsmarkierungen nicht berühren darf, also wirklich nicht berühren. Und die ist halt wirklich sehr, sehr tricky, sehr, sehr schwer und da müssen einige Fahrer aufpassen, weil wer sie berührt bekommt, 5 Sekunden auf die Zeit drauf gebrummt. Das ist natürlich nicht schön, deswegen sind die Fahrer da auch hoffentlich alle sehr besonnen und versuchen die Linie einfach nicht zu berühren. Dann haben sie damit auch keine Probleme. Aber ist wirklich, wie gesagt, sehr, sehr schwer und hier kann ich es auf jeden Fall verstehen, dass es dem einen oder anderen Fahrer auch passieren kann. Denn wer die Boxenauswahl von Zolder hier kennt, weiß, die macht einen sehr, sehr starken Rechtsknick und die ist verflucht eng, die Boxenausfahrt. Mal schauen, was wir da am Ende sehen werden, wie das Ergebnis dadurch beeinflusst werden kann, wenn es Fahrer gibt, die da drüber fahren sollten. So, genau, also würde ich auch sagen, dass bei den dreien hier auf jeden Fall irgendeiner einen Undercut machen sollte. Ich meine, alles andere wäre nur unlogisch. Genau, sollte ich gerade ansprechen. Wer von denen wird wohl zuerst in die Box gehen und wer profitiert am Ende? Das haben wir gerade auch schon einige in der Box stehen sehen. In der kurzen Einstellung auf der Zielgeraden nehmen. Also da die Spitze, ich glaube, das war auf jeden Fall Kosani und Schachter habe ich da auf jeden Fall stehen sehen. Hm, richtig, die werden auch gleich dann runterrutschen. Sind sie ja auch schon. Schachter auf jeden Fall ist auf 6 und Kosani ist da auf 4 aktuell voll hinter Nigoda. Auf jeden Fall ist er schon definitiv in der Box. Mal schauen, wann die anderen gehen und wie es am Ende ausgehen wird. Wo kommen dann die anderen wieder raus, wenn sie ihren etwas späteren Stop dann machen?
Das bleibt auf jeden Fall noch sehr interessant hier. Denn wie gesagt, in der Box kann man sehr schnell sehr viel Zeit verlieren. Etwas zu spät gebremst, wenn man auf seinen Boxenplatz zufährt und schon muss die Boxencrew einen nach hinten schieben. Das kostet immer sehr viel Zeit. Und wenn der andere es eben richtig macht und genau perfekt stehen bleibt, dass die Crew direkt das Auto hochhebt, dann hast du mal eben direkt mal 2-3 Sekunden eingebüßt, gespart. Und das macht natürlich schon viel aus, wenn die Fahrer alle hier so 2, 3, 4 Zehntel beieinander kleben. Mal schauen, was die Fahrer da machen werden. Oh, Martin, da weit rausgekommen da. Ja, also die drei, die geben sich ja gar nichts. Also da will keiner der dritte von den dreien sein. Ja, aber man sieht auf jeden Fall, immer wieder macht der ein oder andere immer diesen kleinen Fehler. Jetzt hat zum Beispiel Martin wieder ein bisschen verloren wieder. Dann wird gleich Eras wahrscheinlich wieder irgendwo den ein oder anderen Fehler machen und geht in die Box. Oh, wow, knapp. Und Martin auch. War ja fast den Meister hinten drauf gefahren. Man kann da viel, viel später bremsen, wenn man in die Box fährt. Was natürlich aber nicht geht, ist, wenn einer vor einem ist. Dann muss man natürlich früher bremsen. Und da wäre es fast schief gegangen, aber hat er noch gut gemacht, abgefangen. Und jetzt beide in der Box hier mal schauen, wo gleich Rico Meister stehen wird. Und mal schauen, ob die beiden da jetzt ein Boxenduell sich abliefern werden. Mal schauen, ob die Reihenfolge so bleibt zwischen Eras und Marti. Oder ob da gleich getauscht wird. Ja, dann sehen wir hier Titus Konrad. Er hat gerade die Führung geerbt, also ist nicht wirklich Erster. Nur Eckstein ist schon in der Box. Genau, ich weiß nicht, ob er das irgendwie nutzen kann oder ob er vielleicht sowas einbüßt oder so. Wird sich zeigen, er war ja ein bisschen alleine unterwegs. Er jetzt zu dem Zeitpunkt schon im Rennen. Ich meine, schon 13 Sekunden davor schaltet man kurz gesehen und Kusani war auch 3-4 Sekunden dahinter und Palli vorne war 7 Sekunden weg, also dürfte eigentlich nicht so viel sein, theoretisch. Ja, also denke ich mal, dass da nicht so viel passiert an der Stelle. Glaube ich auch weniger, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie Palli jetzt allzu große Schritte macht. Sehen wir gerade Nigoda gerade rausgefahren. Eras steht noch in der Box und Marti fährt gerade los. Und so wie es aussieht, kommt er vor Eras raus. Also Marti mit einem besseren Stop als der Yannick. Und damit ist Alex vor dem Yannick rausgekommen. Und das mit einem guten Abstand auf jeden Fall. Ja, das war extrem viel. Also da hat er auf jeden Fall richtig was gut gemacht. Wird sich zeigen, wo dann auch Rico Meister das Ganze dann einordnen kann. Also hier sehen wir ihn gerade, der auch jetzt gerade in die Box fährt. Also eine Runde später geht er in die Box. Mal schauen, was dabei jetzt rumkommen wird. Vielleicht hatte Yannick auch Schaden, der repariert werden musste, aber es sah nicht danach aus. Ich habe bei ihm keinen Schaden gesehen, vor allem keinen Schaden, der ihn da 4-5 Sekunden gekostet hat. Alex Martin wäre sehr weit rausgekommen da. Ja, also den Vorsprung anscheinend nicht behalten. Naja, jetzt müssen sie beide natürlich hier eine gute Runde fahren, dass sie vor dem Meister rauskommen. Ich bin mal gespannt. Ob Alex wirklich einfach nur gut Zeit geholt hat aus der Box oder ob der einfach der Yannick irgendwas falsch gemacht hat. Denn 2,5 Sekunden hat Marti da jetzt auf jeden Fall mindestens gewonnen. Denn der Abstand gerade beträgt 2,5 Sekunden. Also, 4 Sekunden insgesamt würde ich schätzen, war das schon so mit Dreh. Na, 3-4 Sekunden mindestens. Ja. So, gleich geht's auch hier Richtung Startziel. Da bin ich mal gespannt. Wo bleibt unser Rico Meister? Wo kommt er raus? Wird Alex es schaffen, wirklich hier ordentlich zu profitieren und beide zu überholen in der Box? Das wäre sensationell auf jeden Fall. Das wäre ein Undercut, wie im Buche steht. Ja. Mal gucken, ob wir schon mal was sehen von einem schwarzen Nissan. Der Nissan fährt auf jeden Fall schon raus, ist auf jeden Fall schon rausgefahren. Der steht ja nicht mehr. Genau, jetzt gleich. Kann es ganz eng werden. Da ist er. Alex Marti hat es tatsächlich geschafft. Also Alex Marti hat beide überholt aufgrund seines anscheinend perfekten Stops. Und Yannick Eras ist der große Verlierer hier. Der ist schon weit weg jetzt. Also nicht nur Zeit in der Box vorne, sondern auch die Pace gerade nicht so nach dem Stop. Und ja, Alex auf jeden Fall hat hier ordentlich hoch rausgeholt und ist der große Sieger des Boxenstops hier. Ja, also Chapeau. Sehr, sehr gut gemacht. Also da ist alles gut gelaufen für ihn. Währenddessen gucke ich mal gerade nach vorne. Ist bei Konrad anscheinend einiges schief gelaufen, denn ist gerade wieder hinter Kusani. Und das gar nicht so wenig. Fast 2 Sekunden. Eckstein vorne gut weggekommen. Also da ist gar kein Problem für ihn. Also hat Konrad anscheinend irgendwie ganz schön Bock drin gehabt in der Box. Vielleicht ganz schlecht angehalten. Also das lief nicht so gut. Nee, ganz und gar nicht. Das ist auch schon gut verloren. Also weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich nur zu weit oder zu früh gebremst hat, weil das ist ja wirklich schon gut. Also er hat ja schon einen guten Abstand gehabt zu Kusani. Den hätte er ja auch 4-5 Sekunden liegen lassen eigentlich.
Naja, auf jeden Fall. Also da muss eigentlich schief gelaufen sein. Wird jetzt aber auch guten Bauch haben, vielleicht ein bisschen pushen nach vorne. Schachter ist ja auch hinten dran, der ein bisschen Druck macht. Und dann geht's da vielleicht wieder vorwärts zum Kusani. Den hat er ja schon mal geknackt. Da weiß ja vielleicht, wo er vorbeifahren kann. Ja. Ja, wenn der Palli, der den Leon Mattes überrundet. Leon Mattes, wissen wir aus Barcelona, ist nicht gerade der beliebteste Lepper. Ja, also diesmal war alles gut gegangen. Ja. Da sehen wir, Vitus Konrad 1,4 Sekunden weg von Kusani. Und Kusani über 9 Sekunden, richtig, über 9 Sekunden weg von Eckstein. Und Hudson muss ja noch in die Box. Von daher Pascal auf jeden Fall hier sehr wahrscheinlich, dass er auch den Sieg nach Hause bringen wird. Denn er zeigt hier wieder mal souveräne Leistung, fährt hier Ast rein. Ja, kann man gar nicht meckern. Ja. Und keiner kann ja momentan wirklich das Wasser reichen. Wie gesagt, ja, wenn er auf Platz 1 ist. Lass den Palli alleine, dann macht er sein Ding, dann gewinnt er. Genau. Und Gauring hat auch schon gezeigt, zeigt das wieder. Das ist also ganz gefährlich, wenn er vorne alleine ist. Richtig. Was natürlich auch für ihn wieder hier heute gut in die Karten spielt, sind die Punkte natürlich für sein WM-Konto. Eben, das wurde letztes Mal schon ein bisschen schmaler, das Ganze, aber jetzt ist er wieder gut dabei, Punkte aufzubauen. Ich meine, Conrad ist nur auf 4 oder 3 bereinigt, sagen wir mal. Es ist noch ein Kubani dazwischen, das sind wieder ein paar Punkte, die wieder fehlen und dann wächst das immer so weiter. Das kann dann am Ende den entscheidenden Punkt ausmachen, der dann fehlt in der Meisterschaft für Konrad oder eben für Palli, der entscheidende Punkt, den er dann als Puffer hat. Richtig, richtig, richtig. Also langsam wird es auf jeden Fall etwas schwierig für Konrad. Ich meine, es ist noch alles offen, denn das letzte Rennen, was wir hier fahren in Bathurst, ist ja ein 2-Stunden-Rennen. Da gibt es ja auch dann mehr Punkte als wie jetzt bei den normalen, regulären Rennen hier. Und da ist es eigentlich wirklich das Entscheidende. Da muss auf jeden Fall gezeigt werden, was man wirklich drauf hat. Und da wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend zwischen den beiden. Wenn jetzt nicht irgendwas Grobes dazwischen kommt, wird es auf jeden Fall am letzten Rennen auf jeden Fall verdammt spannend, wer da die Weltmeisterschaft gewinnen wird. Ob es dann tatsächlich Pascal Eckstein ist oder eben Titus Konrad. Ja, ich sag mal, wenn man es jetzt so sieht, dann hat Palli auf jeden Fall die Pace, da muss ich Konrad ganz schön lang machen. Aber es ist halt ATC, es ist eine Simulation, das heißt, jeder Fehler wird hart bestraft. Oh ja. Und da kann wirklich alles passieren. Ich meine, hier in Zolder einmal doof über die Schikane geballert, zack, alles weg. Du schlägst ein, zack, Karre breit, du kannst nicht wirklich fahren, musst noch einen Boxstopp machen. Ja, ich kann man noch nicht eine Prognose wirklich aufstellen, wer da jetzt am Ende vorne steht. Momentan deutet alles auf Palli an, aber kann man halt noch nicht sagen. Ich brauche einige Rennen noch zu fahren. Ich meine, die ganzen IGT-Strecken noch, ja. Das ist nochmal ein bisschen anders. Da ist die OP ein bisschen anders, die Fahrzeuge liegen ein bisschen anders. Da könnte es auch sein, dass irgend so ein Schachter dann noch mehr nach vorne will oder so. Ja, also mal sehen. Richtig, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und Bathurst ist sowieso ein Kurs, den kennt, glaube ich, jeder von euch. Der ist extrem schwer. Man hat sehr viele Stellen, wo nur nackte Wand ist. Ja, oder wo du vielleicht einen halben Meter Gras hast oder Kies, dann ist auch schon Wand da. Also da ist auch absolut fehlerfreies Fahren vorausgesetzt. Ansonsten landest du irgendwann irgendwo in der Wand und musst in die Box reparieren. Und bei den 2-Stunden-Rennen musst du 2 Stunden lang 100% voll fokussiert sein. Da geht es verdammt schnell. Deswegen wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein, was da am Ende die 2 sich dann liefern werden, um die WM zu gewinnen. Und wir sehen ja gerade auch, wie Konrad lässt es sich nicht auf sich sitzen, nur auf P3 zu fahren. Er will auf jeden Fall vorbei an Kusani, um zumindest das P2 mitzunehmen, um so viele Punkte wie möglich an Eckstein kleben zu bleiben. Aber wir sehen auch hier, dass der Lexus ganz schön gut geht, hier auf jeden Fall durch die Curbs. Da springt er wirklich kann einfach drüber, wo der Porsche ein bisschen vorsichtiger fahren muss. Das ist die paar Meter, wo du einfach dann so viel gewinnen kannst und auch einfach das Vertrauen hast, dass du einfach wirklich sagen kannst, okay, ich fahre jetzt noch ein bisschen drüber, währenddessen der Porsche mal aufpassen muss. Lexus sagt einfach so, ja, leck mich doch. Richtig, ja. Das ist wie das Thema mit den leichten und schweren Autos, Frontmotor bis Mittel bis Heckmotor, ne? Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Wie gesagt, der Porsche ist zum Beispiel sehr, sehr gut im Rausbeschleunigen, hat eine sehr gute Kurvenlage, aber auf Topspeed zum Beispiel ist er nicht so gut, auch kein Curb-Fan. Ne? Der Lexus hingegen einfach ein brutales Monster. Ja, den juckt das so gut wie gar nicht, was für ein Curb er gerade überfährt. Er fährt einfach drüber, als ob nichts wäre. Ne? So wie auch der AMG das auch verdammt gut kann. Sogar noch ein gutes Stück besser, als der Lexus es kann. Das sind eben so die kleinen, feinen Unterschiede, was die Autos halt eben in den Einzelnen ausmachen und wo halt eben sein Auto auf gewissen Strecken seine Vor- auf der anderen Strecke hat eben seine Nachteile hat. Ja, deutet dir schon wieder an. Ist jetzt auf jeden Fall ganz schön heiß auf dem Platz. Oh, da kommt der Fehler von Kusani, so wie es aussah. Hier war ein dicker Quersteher.
Aber scheint nicht so schlimm gewesen zu sein. Ich sehe gerade, William Rohm hat den Drive-Thru bekommen vom Game. Zu oft gecuttet. Und damit muss William Rohm eine extra Runde in der Box ableben. Was sehr, sehr schade für ihn ist, denn er war auf Platz 10. Das wäre auch ein halber Punkt für ihn gewesen. Somit wird er den sehr wahrscheinlich verlieren. Na, schade. Also, ja gut, verliert von P10 auf P12, würde ich schätzen. Um die 20 Sekunden brauchst du in der Box, wenn du durchfährst. Und die wird er da verlieren. Aber wir sehen, was du gerade gesagt hast. Porsche im Rausschleuding, der Conor hat noch so nah dran, der Spitzkehrer, aber im Rausschleuding hat er einfach überhaupt gar keine Chance. Der Porsche ist einfach weg gewesen. Ja, das Grip-Verhalten vom Porsche ist einfach wahnsinnig, weil im Heckmotor hat viel Gewicht hinten auf der Achse. Das ist natürlich gut für die Reifen, die können sich richtig in den Asphalt reinkrallen. Und wenn er halt eben Elektro eben da halt eben Respin kriegst, das hat eben so der Vorteil vom Porsche, ne? Ja, auf jeden Fall, aber hier in den Kurven. Oh, da kommt der Fehler, da kommt der Fehler und damit ist Kozani im Kies und verliert euch erstmal die Position an Konrad und an Schachter. Ja, und damit hat Konrad das, was er wollte, hat ihn damit nervös gemacht die ganze Zeit anscheinend und er ist nicht standgehalten, der Druck hat er nicht standhalten können, Kozani. Damit ist er von 2 auf 4. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Ich meine, Druckverhalten, ich meine, Kozani ist auch noch neu, muss er vielleicht noch lernen. Ist nicht ganz so gewohnt, so ein Konrad, so ein dicker Lexus. Wenn der auf einmal dicht im Rückspiegel hängt, dann hast du auch ein bisschen Angst vielleicht. Guck dir schon gleich, gebe ich das Auto. Richtig, so ein dickes Monster am Rückspiegel ist immer so ein kleines Auto, das wirkt schon riesig. Und dann hast du natürlich auch, achtest du immer auf deinen Hintermann, was macht er? Verbremst er dich hoffentlich nicht oder sowas? Das macht einen schon hier und da mal ein bisschen nervös und man achtet auf mehr Sachen, als man sonst eigentlich macht, wenn man alleine fährt. Und dann kann sowas gerne mal passieren. Ja, sowas geht schneller, als man denkt. Und damit hat er eben mal direkt 2 Plätze verloren. Geht halt eben schnell. Gerade hier in ACC, wo man wirklich auf alles Mögliche achten muss, was das Auto gerade macht, ist halt eben, wie gesagt, eine Hardcore-Simulation und kein Arcade-Game. Ja, Eras und Frank. Eras und Meister, Entschuldigung. Genau, also Eras hier, Meister wieder dran. Hat da noch ganz schön Bock auf jeden Fall, diese Position wieder zu bekommen, die er da in der Box leider verloren hatte. Mhm. Beziehungsweise, die hat er zwar gegen Marty verloren, aber will jetzt hier Meister vorbeikommen. Ja, und Alex konnte sich auch mittlerweile gut absetzen, hier mit fast 4 Sekunden. Ne, 3,9 Sekunden, richtig, genau, fast 4 Sekunden. Und ja, die zwei kämpfen jetzt noch dann in Position 8. Und ich bin mal gespannt. Rico Meister, auch Fahrer, der anfangs, naja, sagen wir mal, noch unbeholfen war, mittlerweile aber auch wirklich ein guter Fahrer geworden ist, der sich wirklich zeigen kann und hier auch immer wieder den einen oder anderen Punkt hier mit nach Hause nimmt. Also verdammt stark ist er geworden und Eras will das auch. Er will die gleiche Leistung erzielen und wenn nicht sogar noch besser werden als Rico Meister. Und oh, da sehen wir gerade einen Bobatsch, der gerade stand. Hat sich da gedreht. Ah, mit dem Lambo, die kleine Zicke. Mhm. Aber hat nichts verloren, außer hat eben den Abstand zu Mattes. Ansonsten ist eigentlich nicht wirklich viel passiert. Und Lennart Götze ist mittlerweile auf P20. Ich sehe gerade Jürgen Keitscher als auch Björn Renat sind beide DNF. Stehen seit 5 bzw. 10 Runden in der Box. Und damit sind die beiden aus dem Rennen. Was sehr, sehr schade ist. Hier sehen wir Arno Hudson. Der dran ist an Tom Frank. Genau, also die beiden haben auch nicht sich geeinigt, wer jetzt vorne fahren soll, wer hinten fahren soll. Also ja, hat sie jetzt schon eben sich auf jeden Fall. Uff. Okay, lustige Linie. Lassen auf jeden Fall beide sehr viel Platz zueinander, was natürlich immer sehr, sehr gut ist. Respektieren sich. Und es scheint, ab Arno Hudson, dass er es hier gewinnt. Erstmal. Ja, damit ist Arno Hudson auf jeden Fall mehr als safe vorbei. Aber so wie es aussieht, wird gleich Tom Frank wieder rankommen und dann zum Gegenangriff starten. Wo kommt das? Ja, weit raus. Zu weit auf jeden Fall. Und damit kommt also Tom Frank den hier. Hat immer wieder vorbei. Macht dann aber immer wieder irgendwelche kleinen Fehler, weswegen dann der Hintermann wieder rankommt. Also kann anscheinend gut hinterherfahren, aber vom Wegfahren ist vielleicht noch nicht ganz so seine Stärke. Ist auch neu bei uns. Also muss auch noch einiges lernen. Aber Pace ist schon mal gar nicht so schlecht auf jeden Fall. Ich meine, P10. Nicht verkehrt. Richtig. Und wie gesagt, wir machen das ja gerne mit dem Gerne-Fahrer auf, die jetzt noch nicht ganz so 100% sind, sondern die halt eben noch ein bisschen mal Hilfe brauchen, Erfahrung brauchen, sowas. Wir haben halt eben schönes, großes, gemischtes Feld. Das ist allerdings halt überall spannend. Und ja, die Fahrer lernen auch dazu. Ne? Und das sieht man auch immer wieder. Klar, manche Fahrer machen natürlich hier da trotzdem wieder ihre gewohnten Fehler. Das passiert schon mal. Ne? Aber im Großen und Ganzen sieht man am Ende schon, dass die Fahrer im Gesamten alle schneller geworden sind und das ist doch schön.
Genau, also ich meine, haben auch diese Pflichttrainingsrunden, diese 20 Stück, die jeder Fahrer sowieso absolvieren muss, um sich zu qualifizieren für das Rennen, und das hilft auf jeden Fall. Ich meine, wenn du nicht fährst, kannst du nicht lernen, und deswegen müssen sie halt fahren. Richtig, und noch ein Vorteil ist für diesen Pflichtrunden ist, es ist jeden Tag immer irgendeiner auf dem Server und fährt gerade. Das heißt, man fährt eigentlich nie allein. Wenn man nicht gerade morgens um 5 Uhr fahren will, ist da eigentlich immer jemand drauf, mit dem man fahren kann. Die verabreden sich auch sehr gerne und sehr häufig, dass sie dann zusammen da ein paar Runden drehen. Das ist auch immer schön. Da kann man auch schön Zweikampf trainieren, das Hinterherfahren trainieren oder das vor einem Fahren trainieren. Das ist schon immer sehr spannend, interessant zu sehen, auch wie die Fahrer sich da verbessern und wie sie ihre Pace aufbauen. Und am Ende des Tages haben sie ja was davon, ne? Denn mir persönlich ist es ja egal, wie viele Jungs da trainieren oder nicht, denn ich habe davon ja nichts. Aber halt am Ende des Tages hat man eben halt ein schönes Fahrerfeld, das halt eben verdammt vernünftig fährt, darauf achtet, was die anderen auch machen und sich alle gegenseitig respektiert und auch dadurch auch besser kennenlernen können. Und dann hast du eine schöne Truppe, mit der du viel Spaß haben kannst, mit der du auch immer quatschen kannst und so. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Genau, eben so ist es. Und ist auch immer schön zu sehen, wenn man eine Strecke neu lernt, sozusagen. Ich meine, viele Fahrer kennen ja auch nicht alle Strecken, zum Beispiel Zolder, das kennt man auch aus nicht so vielen Spielen, sage ich mal. Wenn man dann die Strecke gar nicht kennt, dann geht man, sagt man so, hey, hast du nicht Zeit, mir das mal kurz zu zeigen, wie das hier so geht, die Linie und so weiter, weil es sind ja schon ein paar Stellen, wo es nicht ganz so leicht ist, zum Beispiel die zweite Schikane, wo die Jungs jetzt hinkommen, dass man da so extrem cutten muss, sieht man da auch nicht direkt oder weiß man nicht, dass man das überhaupt darf. Ja, und das kann man einfach dann lernen, wenn man sich halt dann eben trifft und einfach gemeinsam dann durchballert. Schon hier Eras hat das auf jeden Fall schon verstanden, das Ganze. Ja, und der klebt jetzt richtig nah dran an Rico Meister. Ja, und hier gleich der Dive. Nah genug dran wäre er auf jeden Fall. Er täuscht an, macht, nee, schafft's nicht. Na, jetzt wieder das Turboloch vom Aston Martin, da müssen wir schlicht und Rechnung machen für der nächste Schikane. Also da hat er die eine Chance verschossen. Aber ein paar kommen da schon noch. So, letzte Schikane vor Start und Ziel. Mal schauen, wer hier gut rauskommt. War vielleicht ein bisschen spät gebremst von Eras. Ja, kommt der Nissan auf jeden Fall besser raus. Aber Eras ist immer noch nah genug dran, um Druck zu machen. Letzten 5 Minuten hier. Und Eras ist auf jeden Fall noch dran. Der Rest des Feldes ist eigentlich mittlerweile so hier und da getrennt. Bis auf Arno Hudson und Tom Frank, die immer noch, auch noch einen Zweikampf stecken. Aber sonst sehen wir ja eigentlich nichts mehr. Ja, aber der Eras ist jetzt hier komplett hinten dran. Also gerade in diesen weiteren Kurven, schnelleren Kurven. Oh, beide zu weit raus. Ach du heilige Scheiße, hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert. Wo ist Rico Meister? Den sehen wir es gerade nicht. Hat's überlebt und blinkt da auch. Gab's da die Kollision, ist die Frage. Könnte gewesen sein. Haben wir beide zu weit raus und der eine nach rechts, der andere nach links geschossen. Ja, ich meine, das war jetzt nicht unbedingt die Art von Manöver, die ich mir erhofft hatte. Na, ich glaube, die Fahrer wollten es auch nicht genau, nicht so regeln. Rico Meister schien noch gar nicht begeistert zu sein, erstmal schön angeblinkt auch hinterher. Also Rico Meister hat auf jeden Fall Kratzer links und Renat hat keine Kratzer auf der rechten Seite. Ja, Meister scheint ja echt Downforce verloren zu haben, also das Auto scheint nicht mehr ganz um die Ecken zu wollen. Das ja, ich habe das Gefühl, dass er gegen jemand geklatscht ist, weil das sah auf jeden Fall danach aus. Ja, ich würde auch sagen, dass Meister da ganz schön eingeschlagen ist, da ist auch direkt Beton, das tut so ein bisschen mehr weh für das Auto. Mal sehen, was aus seiner Sicht hier. Schade auf jeden Fall. Ich habe mir das gewünscht, dass sie beide das auf der Strecke klären und nicht neben der Strecke. Aber passiert schnell. Du fährst einen wirklich sehr, sehr nah hinterher. Du siehst dann auch nicht allzu viel. Und dann fährt man gern auch mal den Fehler nach, den der Vordermann macht. Ja, beide aufs Kies gekommen. Beide das Auto verloren, aber Eras konnte den Wagen besser abfangen als Rico. Der dann genau gegen die Wand geschallert ist. Wahrscheinlich so, wie es aussieht zumindest. Jetzt sehen wir hier Zani dran an Schachter komplett. Also die beiden Porsche-Fahrer sich auch noch gar nicht einig. Kosani von seinem Fehler natürlich zurückgefahren auf Platz 4. Will wieder nach vorne. Aber das schafft erstmal am Weg. Richtig, ja. Und Konrad konnte ich auch so ein bisschen absetzen. 2,7 Sekunden mittlerweile ist er auch schon weg von den beiden. Jetzt wird es hier auf jeden Fall spannend, denn hier geht es natürlich um das Podest, um den Podestplatz hier, P3. Und Schachter wird auf jeden Fall alles dafür tun, um diese Position nicht zu verlieren. Und Kosani wird alles dafür tun, um vorbeizukommen. Deswegen wird es ja nochmal sehr, sehr spannend. Mal schauen, wie die Fahrer das regeln. Oh, verbremst sich ein bisschen kurz an, ein bisschen weit rausgekommen. Wird hier mit dem Schwung auf die lange Gerade hier bis zum Startziel. Das sieht man auch direkt deutlich. Einmal ein bisschen zu spät gebremst. Das waren vielleicht 4-5 Meter zu spät gebremst. Und schon kriegst du die Kurve nicht richtig. Und das sieht man direkt hier an dem Abstand. Hier ja, es geht hier schnell. Also,
Ich meine, so ein Schachter macht nicht so viele Fehler. Wenn du dann blöd da rauskommst, dann machst du schon ein paar Meter, die du verlierst. Aber ich sehe auch gerade, es regnet. Es fängt gerade an zu regnen, ja. Letzten drei Minuten. Vor Schluss, ey, das ist ja der Wahnsinn. Wir hoffen mal, dass es noch ein bisschen leichter Regen ist, weil sonst wird das nochmal ganz schön spannend. Richtig, nur die Fahrer sollten auf jeden Fall jetzt schon drauf achten, was die Curbs machen, denn die Curbs sind die ersten, wo man merkt, oh, es ist nass, denn da ist es dann sofort sehr, sehr rutschig. Da müssen sie natürlich darauf achten, dass sie dann die Curbs möglichst schnell versuchen zu meiden, damit sie halt eben nicht da sich nachher noch wegdrehen über so einen blöden Curb, der schon nass ist, obwohl die Strecke eigentlich noch gar keine Anzeichen dafür macht, dass es schon nass ist. Mal schauen, wie Kozani das jetzt hier regeln wird, aber ich glaube nicht, dass Kozani noch eine realistische Chance hat, dann nochmal angreifen zu können. Ja, Björn Rien davon ist noch, vielleicht wenn er sich nicht direkt Seite macht, aber natürlich macht das, ist ein guter Junge. Ja, er weiß auch, wie man Platz macht, dann mach ich mir keine Sorgen, die Kamera spielt ein bisschen crazy. Sind wir sehr gescheitert zum ersten Mal, glaube ich, in der Cam heute. Genau, der hat ja gerade Wilm Rom überholt. Richtig. Rom hat hier noch vor ihm geführt, aber ist eigentlich schon dahinter, also Rom nach der DT vielleicht noch ein bisschen weniger motiviert als vorher, lässt sich hier von dem Sergej Schneider einfach schnupfen. Schade. Ja, und Lars Bär mittlerweile auf Platz 12. Der war mit am Anfang, wo war der P16 oder sowas? Ja, sogar Platz 12. Und da gab es eine Berührung zwischen, war es Lars Bär und, ja, Lars Bär und, Arno Hudson. Ja, Hudson aber gewartet, also Hudson hat da Bär berührt, Bär ist dann eingeschlagen, Hudsons Auto sieht auch stark demoliert aus. Aber hat ihn dann wieder durchgelassen, also Fair Play ist noch am Start, war auf jeden Fall nicht Absicht dieses Ganze, und mit dessen ist auch Palli vorbeigefahren. Oh, Lennart Götze hatte Drive-Thru. Oh, ich glaube, das wird ihn auch nicht mehr stören. Er ist auf P19. Da wird es, glaube ich, relativ egal sein. Vorletzte Runde Drive-Thru zu kriegen, ist natürlich ganz ärgerlich. Aber sein Rennen ist eh schon mehr oder weniger verwirkt. Hier Vorletzter von den noch Fahrenden, nur Bobbers ist dahinter. Und das wird sich auch wieder ändern. Bobbers dann also Vorletzter und Götze dann Letzter. Also für ihn Rennen vergessen, abhaken, weitermachen nächste Woche und dann, oder in zwei Wochen, je nachdem. Und dann wird sich zeigen. Lars Bär auch bekommt die Drive-Thru hier kurz vor Schluss. Und damit verliert er seinen schönen, gut eingefahrenen Platz 11. Sein bisher bestes Ergebnis müsste es gewesen sein. Verliert er durch diese Drive-Thru, die er hier absetzen muss. Beziehungsweise, ja, er macht's auch. Ja, das ist ärgerlich, also wirklich, boah, schade, er war so weit vorne. So weit vorne wie noch nie, hat er viel gelernt auf jeden Fall. Schade für ihn. Sehr, sehr schade, ja. Tut mir auch sehr leid für ihn, ich hätte es ihm wirklich gegönnt. Und hier sehen wir Rico Meister immer noch dran an Yannick Eras, aber auch hier geht ihm langsam die Zeit aus. Denn, ja, ihr seht es ja oben, nur noch 19 Sekunden, 18. Und, da kommt Yannick Eras, wir sind sehr weit raus. Also Rico Meister muss auf jeden Fall so nah wie möglich dranbleiben und Druck machen, wenn er nochmal vorbei will. Hier sehen wir Pascal Eckstein, der jetzt gleich über Start-Ziel fahren wird. 1:28.614 war seine persönliche beste Runde. Was ich gerade noch gesehen habe, dass das hat mich, glaube ich, verguckt, aber es sah gerade ein bisschen komisch aus in der Zeitenliste. Komm mal zurück, tut mir leid. Palli, letzte Runde, alles gut. Ne, ist schon letzte Mal, das ist schon richtig. Genau. Auf jeden Fall auch wieder hier alles reingefahren. Knapp 8 Sekunden Abstand zu Schluss Konrad. Auf jeden Fall gut gemacht. Kann ich anders sagen. Ich werde die letzten Kurven gegen Richtung Startziel. Damit wird Palli gleich 16,5 Punkte dazu bekommen auf sein Konto. Was natürlich den Abstand nochmal ein Stück vergrößert wird zu Titus Konrad. Der mit P2 jetzt nicht so viele Punkte verliert zu Eckstein. Aber dennoch, der Abstand wächst von Pascal Eckstein. Und das wird auf jeden Fall spannend. Muss man sagen, Pascal Eckstein, starkes Rennen, kein Fehler gemacht, einfach von weggefahren. Richtig super, so soll das eigentlich sein. Typisch Mercedes-AMG-Team. Richtig, und damit hat er das Rennen auch damit offiziell jetzt gewonnen. Auf Platz 2 kommt dann eingefahren Titus Konrad mit knapp 8 Sekunden dahinter. Dann kommt hier angefahren Carlos Schachter und Kozani. Und zwar die Kontribution nicht holen, die er gerne gerne haben möchte. So, 5 kommt da ein. Oh, Lennart Götze klatscht aber volle Kritik. Was ist denn da passiert? Nigula wird auf 5. Da schleift er Lennart Götze rum. 6 ist dann Luke Schall. Auch stark gefahren, aber leider nicht, hat nicht ganz gereicht, um Nigula da Konkurrenz zu bieten. Auf 7 kommt Alex rein, der große Gewinner des Boxenstopp-Duells gegen Yannick Eras und Meister. Da sehen wir auch Yannick Eras. Eras.
der jetzt hier reinfährt und Rico Meisterek dahinter. Also Eras gewinnt den Kampf gegen Meister hier auch. Damit auch verdient auf P8 eingefahren. Dann auf Platz 9 kommt Rico Meister eingefahren. Auf 10 Tom Frank. Also doch noch in die Punkte wieder reingefahren. Der liebe Tom Frank, was natürlich auch gut ist fürs Team von Luke Schall. Denn auch klar, Team Fridays for Hochbaumeister kämpft auch gegen Team Massive Motorsport Sim Racing. Also da geht es ja auch noch um die Teammeisterschaft. Was natürlich gut ist, denn Stefan Löwer ist auf Platz 15 und holt damit keine Punkte rein fürs Team. Jeder halbe Punkt zählt, Leute. Jeder halbe Punkt zählt, ja. Das kann immer wieder was ausmachen. Da auf Platz 10 ist er auch erst reingefahren. Sergei Schneider ist schon durchs Ziel gefahren. Da sehen wir auch schon. Damit ist Sergei Schneider auf Platz 11. Wilhelm Rohm kommt damit auf Platz 12 rein. Ja, und wo haben wir denn unseren Lars Bär? Auf 16 Level abgerutscht. Also hat ihn das schon 5 Plätze gekostet, die Drive-Thru, was natürlich sehr, sehr schade ist. Björn Rien hier auf 13, den wir gerade nicht auf der Kamera sehen. Ja, die Kamera war heute ein bisschen gegen uns, also ATMC-Kamera anscheinend nicht mit uns verbündet. Hier sehen wir so Björn Rien hier, gut gefahren auf jeden Fall, auf 14 steht Arno Atz, oh, hat er keinen Sprit mehr. Ja, die Karre ist aus. Ja, auf 15 ist dann Stefan Löwer, den wir auch gerade nicht sehen, da ist er. Im grünen Lamborghini hier auf 16 ist dann Lars Bär, wie eben schon gesagt, mit seiner Drive-Thru hat er den schönen Platz 11 leider wegschmeißen müssen. Auf 17 ist Leon Mattes. Wahnsinn, hier zu dritt rein, sieht auch nicht schlecht aus. Ja, Formel hat dann auf 18 und Bobac leider wieder auch viel verloren hier, nur auf P19. Leider. Ja, und dann ganz zum Schluss Lennart Götzer auf Platz 20 mit noch 2 Runden Abstand. Dann Jürgen Kaltscher und Renat, die beide das Rennen aufgegeben haben. Ja, zumindest ist das die Position, wie die Fahrer reingefahren sind. Natürlich bekommen die Fahrer hier noch so die eine oder andere Strafe. Sehen wir hier auch zum Beispiel Kozani für den Start, 5 Positionen Gridstrafe und rutscht damit auf P9 runter. Sergei Schneider bleibt jetzt seine 5 Sekunden auf 11. Aber Hudson, Bär und Mattes Gewinnplätze, während Rien 2 Gridstrafen hat und Stefan Löber auch 20 Sekunden. Zu schnell in der Box, man kennt es halt eben, das haben die Fahrer manchmal hier. So, mal schauen, wer noch Strafen hat. Ja, Wilhelm Rohm auch 5 Positionen Grid, genauso auch wie der Formal hat 5 Sekunden auch deswegen abrutscht. Ja, Götze nochmal 35 oben drauf und Jürgen Kaltsch auch nochmal 5. Also wieder ein paar Fahrer hier mit Strafen. Wir sehen auch schon dann das Ergebnis der Tabelle. 119 für den Konrad, 130 für den Eckstein, also da ist schon ein bisschen Puffer. Jetzt 11 Punkte sind es genau. Genau, es ist schon ziemlich viel auf jeden Fall. Ich meine, ein zweiter Platz bringt 12,5 Punkte oder 12 Punkte. Richtig, 12 Punkte müsste sein. Oder 12 oder 12,5 auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall ist schon ein guter Abstand auf jeden Fall. Aber wie gesagt, im Rennen, im letzten Rennen, im 2-Stunden-Nudels-Rennen, gibt es halt eben für den ersten Platz 25 und für den zweiten Platz 18 Punkte. Also da haut man schon deutlich mehr raus. Mal schauen, was die Fahrer machen. Auf jeden Fall ist es heute hiermit erstmal vorbei. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Rennen wieder in Kyalami. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute. Tschüss.